Wenn die Höhlenretter der Feuerwehr Hannover im Wald trainieren, dann voll ausgerüstet. Mit Seilen, Helmen und Karabinern wird die Personenrettung aus einer 20 Meter hohen Baumkrone simuliert. HAZ-Redakteur Jörn Kiesler darf in luftiger Höhe dabei zusehen. Ich darf jetzt mehr so ein bisschen das Opfer spielen. Heißt, ich werde nur einfach hochgezogen und mache ein paar Fotos. Dafür hier selber jemanden zu retten oder nur gerettet zu werden, dafür reicht meine Qualifikation leider nicht aus. Deswegen mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Ich bin gespannt. Um überhaupt auf den Baum zu gelangen, musste zunächst ein Seil in die Astgabel katapultiert werden. Erst dann, nach doppelt und dreifacher Sicherung, begann das eigentliche Rettungsszenario. Wir haben simuliert, dass ein Baumpfleger sich oben im Baum verletzt hat und dort alleine nicht mehr runterkam. Daraufhin haben wir uns selber ausgerüstet, um den entsprechend retten zu können, sind am Seil aufgestiegen und haben oben erstmal gecheckt, inwieweit er verletzt ist, ob seine Kletterseilanlage, mit der er sich oben im Baum bewegt hat, in Ordnung ist, ob wir die mitten weiter nutzen können für die Rettung oder ob wir einen Totalumbau machen müssen auf unser System. Die war bei ihm eben soweit in Ordnung, sodass wir ein Sicherungsseil zusätzlich eingebaut haben, was von unten bedient wurde. Ich mich mit ihm verbunden habe, um dort auch nochmal Sicherheit herzustellen zwischen den beiden Systemen, und dann sind wir gemeinsam abgefahren. Höhenretter werden speziell dafür ausgebildet, Personen nicht nur aus Bäumen, sondern aus jeglichen Höhen oder Tiefen bis 200 Meter zu retten. Um sich gegenseitig abzusichern, arbeiten sie dabei immer als Team mit mindestens 4 Leuten. Auch Redakteur Jörn ist mittlerweile wieder wohlbehalten auf dem Boden angekommen. Wenn man es aus der Kletterhalle kennt, ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Ne? Wenn man hier oben irgendwie an so einem Baum sitzt, da denkt man auch über ganz andere Sachen nach. Kletterhalle ist alles TÜV geprüft. Hier, wenn dann der Ast so ein bisschen wippt, denkt man, ja, wäre schön, wenn er halten würde. Und wenn man dann da zu dritt auf einem Ast sitzt, dann ja. Da geht einem dann schon nochmal zwischendrin die Pumpe. Also, ich hätte da oben jetzt niemanden retten können. Bin auch froh, dass ich wieder heil unten bin. 38 Höhenretter sind derzeit bei der Feuerwehr Hannover aktiv. Nachwuchs wird dringend gesucht, und zwar nicht nur hier, sondern auch in der Brandbekämpfung und im Rettungsdienst.